Aber was man bei Menschen einfach niemals unterschätzen darf und was immer an erster Stelle steht, ist einfach Macht. Diese Leute wissen, dass ihre Macht im Begriff ist zu enden, weil ihr Wahnsinn aufgeflogen ist. Und weil aufgeflogen ist, dass ihre Ideologie nicht funktioniert und dem Land schadet. Und deswegen wollen sehr viele Menschen nicht den Umsturz, sondern endlich wählen dürfen, damit sie was anderes wählen. Und weil die wissen, dass dann die Menschen etwas anderes wählen werden, von bisschen rechts bis ganz rechts, plakatieren sie jetzt, dass es Pflicht ist in Deutschland, gegen rechts zu sein. Und sie meinen gegen rechts. Wenn sie gegen rechtsextrem meinen würden, dann würde auf dem Plakat hier stehen, es ist Pflicht, gegen rechtsextrem zu sein. Auch das kann natürlich keine Pflicht sein, aber sie meinen genau das, was sie sagen. Ideologen meinen immer genau das, was sie sagen. Und die sind einfach fest entschlossen, jetzt durchzuziehen. Die sind fest entschlossen, jeden Menschen, der sich nicht ihren Ansichten und ihrer Ideologie anschlicht, zu kriminalisieren, so dass er sich im besten Fall die nächsten 2 Jahre lang nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen, weil das demobilisiert an der Wahl ohne, und dass er sich im allerbesten Fall auch nicht mal mehr traut, wählen zu gehen. So, und das, was da passiert, ist Druckaufbau. Wenn man sich manche Milieus und Städte in Deutschland anguckt, würde ich auch nicht ausschließen, dass das übergehen wird in sozusagen eine deutlich bedrohlichere Geste, ja, in Gewaltrhetorik und so weiter und so fort. Haben wir durchaus erlebt schon aus linksextremen Kreisen. Die wollen einfach mit aller Macht verhindern, dass Menschen nicht linke Gedanken äußern oder gar, dass sie nicht linke Parteien wählen. Und das ist das Einzige, was ihnen geblieben ist. Das ist das Einzige, und die erste Phase ist Schlägertrupp mit Worten. Und was die nächste Phase ist, kann sich dann ja jeder ausmalen. Aber das muss man denen ja auch lassen. Im Gegensatz zum gesamten Mitte-Rechts-Lager in Deutschland haben sie die Fähigkeit, weil sie unterwandert haben, weil sie vereinnahmt haben, weil sie gepflegt und gehegt haben und durch Institutionen durchmarschiert sind, haben sie halt die Fähigkeit, ihre Sätze flächendeckend zu Schlagzeilen zu machen. Wenn die Grüne Parteizentrale sagt, dieser Satz soll groß im ganzen Land in allen Medien erscheinen, dann haben sie die Fähigkeit dazu. Nicht durch Befehl und Gehorsam, sondern durch Unterwanderung und Gefügigmachung und Marsch durch die Institution. Die Grüne Parteizentrale kann entscheiden, was, das ist keine Verschwörungstheorie, bei Tagesschau ganz oben ist, bei Heute Journal ganz oben ist, bei Süddeutsche, bei Spiegel, bei Zeit und so weiter. Sie können es tatsächlich entscheiden, weil Journalisten sich entschlossen haben, mitzumachen und sich anzuschließen. Und diese strategisch-kommunikative Fähigkeit hat das Lager rechts der Mitte nicht. Das hat auch die CDU nie entwickelt. Die CDU sagt irgendwas und will, dass irgendwas oben steht, und es steht nicht das oben, was die CDU will, sondern es steht dann das oben, was die Grünen wollen, was über die CDU gesagt wird. Die haben halt die totale Kommunikationshoheit in diesem Land und verbinden das mit, ja, das muss man ja sagen, beeindruckenden Fähigkeiten zur Einschüchterung und totaler Skrupellosigkeit. Das sind einfach Gramsci-geschulte, sozialistisch geschulte, ideologisch geschulte, totalitäre Geister. Und sie ziehen einfach durch. Sie ziehen einfach durch. Überraschenderweise wie alle Sozialisten. Es ist egal, ob Sozialisten grün oder rot sind. Sie ziehen einfach durch. Sie werden auch nicht vorher abtreten und sie werden auch nicht, es wird auch keine Neuwahlen geben. Sie werden 2 Jahre durchziehen, ihren ideologischen. Honecker hat auch nicht gesagt, der Honecker wird ja auch gewusst haben, dass das mit dem Sozialismus vermutlich auch nicht funktionieren wird, wenn man noch 2 Jahre durchhält. So, der wird nicht gesagt haben, noch ein 5-Jahres-Plan und dann blüht hier alles. Sondern der hat gewusst, das wird nichts. Das hat ihn ja nicht aufgehalten. Das hat er nicht gesagt, der hat ja nicht die Straße freigeräumt. Sondern die ziehen durch bis zum bitteren Ende. Und sie versuchen alles, um jeden politischen Widersacher einzusetzen. Es sind Sozialisten. Ganz einfach. Es ist einfach eine Stasi-Methode. Du kannst Menschen aus ihren Ansichten herauszwingen. Du kannst sie dazu zwingen, nicht mehr zu sagen, was sie denken, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie keine Kraft mehr haben. Und manche Leute brechen nach 30 Mal bespucken, manche brechen nach 500 Mal beschallen, manche erst nach 1000 Mal. Aber irgendwann brechen sie. So, und das ist das, was da seit Jahren praktiziert wird. Und es ist ja klar, wenn du Umfelder schaffst, in denen Kinder auf einmal mit "Ich bin die weiße Rose" Schildern auf die Straße gehen, ja, dann siehst du ja, wie allmächtig diese Beschallung wirkt.
Ich meine, dass du ernsthaft denkst, in Berlin 2024 sowas zu sein wie die Weiße Rose, wenn du die komplette Regierung, die komplette Medienlandschaft, die komplette sogenannte Zivilgesellschaft, weiteste Teile der Unternehmen, alle auf deiner Seite hast und dann glaubst, du bist eine Widerstandsbewegung. Daran merkt man ja, wie allmächtig diese Propaganda ist und in was für Monster sie Menschen verwandelt. Und wenn du diese Monster dann auf Menschen mit normalen Ansichten loslässt, ist vielleicht ein bisschen viel mit der Migration, dann zerfleischen die diese normalen Menschen einfach und irgendwann geben normale Menschen auf und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann sage ich halt nicht mehr, was ich denke. Dann gehe ich in meinen Betrieb, da kenne ich einen, mit dem kann ich es vielleicht noch austauschen. Ich kann einfach nicht mehr. Und das ist das, was sie ganz, ganz, ganz bewusst herbeigeführt haben. Und jeder, der sich mit sozialistischen Bewegungen beschäftigt hat, weiß, dass das nicht zufällig passiert ist, sondern das ist deren Playbook. Das ist das, was sie tun. Das ist das, was sie beruflich machen. Menschen einschüchtern und ihnen dann Irrsinn aufzwingen und dabei selber fabelhaft leben. Keiner von denen muss ja das Leben leben, was sie den Menschen aufzwingen. Keiner von denen muss in den Stadtteilen leben. Keiner von denen muss sich Gedanken über die Preise im Supermarkt machen. Keiner von denen muss sich Gedanken über die Preise an der Tankstelle machen. Niemand von den Menschen, die uns diesen Irrsinn aufzwingen, muss so leben wie die normalen Menschen. Niemand.